Sonne, Strand und Meer. Das reicht doch zum Entspannen, oder? Mir persönlich fehlt dann natürlich immer noch ein interessanter Tauchgang. Und den kann man an der Costa de la Luz natürlich auch haben. Auf dem sandigen Grund in Strandnähe müssen die Taucher ganz genau hinsehen. Ein Weitaugenbutt. Etwas farbenfroher, der Knurrhahn nebenan. Fühlt er sich bedroht, zeigt er die Unterseite seiner Brustflossen mit dem auffälligen blauen Rand. Ein Einsiedlerkrebs. Sein weiches Hinterteil versteckt er in einem verlassenen Schneckenhaus. Jedes Mal, wenn er wächst und sich häutet, sucht er sich ein neues Haus. Immer eine Nummer größer. Dass man hier an der Costa de la Luz tolle Taucherlebnisse haben kann, hat sich ja noch nicht so rumgesprochen, oder? Ja, das ist wirklich unser großes Problem, dass wir wirklich ganz hervorragende Tauchgebiete hier haben, die auch einfach zu betauchen sind, wo man wirklich im Bereich von 12 bis 20 Metern tauchen kann, aber keiner weiß es. Bekannte Tauchgebiete in Spanien sind eigentlich nur Costa Brava, Costa Dorada und dann eben die Kanaren. Aber dass sich hier unten wirklich auch ein ganz hervorragendes Paradies für Makrofotografen befindet, das ist einfach noch nicht bekannt. Begehrte Fotoobjekte, die bunten Nacktschnecken. Sie sind so riesig, dass selbst Tauchanfänger sie leicht entdecken. Dieses Exemplar ist so groß wie Ullis Zeigefinger. Tausende Arten kriechen weltweit durch die Riffe der Meere. Hier in der Nähe der Straße von Gibraltar zwischen dem südlichsten Zipfel Spaniens und dem afrikanischen Kontinent treibt die Meeresströmung besonders viel Plankton in die flachen Küstenzonen. Der ideale Lebensraum für Anemonen. Das Besondere an diesem Tauchplatz, direkt an der Küste vor Gibraltar, liegen viele Schiffswracks. Sie sind im Laufe der Zeit zu künstlichen Riffen geworden. Auch das, was manchmal von Schiffen herunterfällt, können Taucher bewundern. Die Meereslebewesen scheinen sich hier wohl zu fühlen. Sie haben vom Scheinwerfer bis zum Autodach jeden Quadratzentimeter in Beschlag genommen. Viele bunte Lippfische wie dieser Meerjunker und der achtarmige Oktopus finden hier Versteckmöglichkeiten. Aber plötzlich heißt es raus aus dem Wasser. Aufregung an Land. Ein 6 Meter langer Hai schwimmt nur 20 Meter vor der Küste. Welche Art ist unklar. Trotzdem verbietet die Polizei, ins Wasser zu gehen. Was soll ich jetzt? Die Taucher können erst einmal einpacken. Heute durfte vor Gibraltar nicht mehr getaucht werden. Zurzeit streiten sich die Biologen und die Taucher, ob es sich um den ungefährlichen Walhai oder um den gefährlichen weißen Hai gehandelt hat. Ich tauche jetzt jedenfalls erstmal wieder ab und nächsten Sonnabend wieder auf. Tschüss.